Früher in Rente. Kein Rentenzwang beim Bürgergeld. Welche Regelungen gelten für mich? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, auch das gehört immer mal wieder zu unserem Aufgabenbereich oder zu unserem Themenkreis, dass wir uns auch mit der Frage Bürgergeldanspruch, Grundsicherungsanspruch, Rentenanspruch beschäftigen und da insbesondere auch um die Frage, welche Leistungen ich eigentlich als Bürgergeldempfänger vorrangig in Anspruch nehmen kann oder darf oder muss sogar, welche Regelungen da für mich gelten. Und da will ich einfach mal einsteigen und so ein bisschen Grundsätzliches sagen. Als allererstes, meine Damen und Herren, gilt folgende Regel. Nach Erreichen Ihrer Regelaltersgrenze, Ihres Lebensalters, was Sie dazu dann haben müssen oder erreicht haben, haben Sie keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld. Dann sind Sie dort aus dem SGB II raus. Dann könnten Sie eventuell in das SGB XII rüberrutschen, wenn Ihre gesetzlichen Rentenansprüche dann nicht ausreichen, dass Sie selber für sich allein vorrangig mit der Versicherungsleistung aus der gesetzlichen Rente sorgen können. Beim Bürgergeld gilt ganz klar die Regel, wenn Sie irgendwoher Kohle haben, irgendwoher Geld kriegen können, gilt das immer vorrangig. Bürgergeld ist immer nachrangig. Das müssen Sie sich merken. Das ist eine reine Fürsorgeleistung. Wenn Sie also beim Bürgergeldanspruch irgendwo im Lotto gewonnen haben, müssen Sie von dem Lottogewinn schlicht und ergreifend leben. Und genauso ist das auch mit der gesetzlichen Rente. Gesetzliche Rente ist eine vorrangige Leistung, meine Damen und Herren, vor dem Bürgergeld. So, und da ist ganz klar, Regelaltersgrenze, dann ist Schluss mit lustig mit Bürgergeld. Was bedeutet das jetzt aber, wenn ich früher in Rente gehen will? Da war es so, dass es eigentlich diesen sogenannten Rentenzwang gibt. Ich habe das Wort gesagt, eigentlich. Das heißt also, wenn Sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder Sie haben eine Schwerbehinderung und können noch früher in Rente gehen, dann konnte das Jobcenter Sie zwingen und sagen, hier, jetzt nimmst du bitte die Rente in Anspruch. Da gab es aber auch Grenzen, nämlich die sogenannte Unbilligkeitsverordnung. Und diese Unbilligkeitsverordnung, meine Damen und Herren, die ist aber ausgesetzt. Die gibt es sozusagen jetzt zwar nur noch auf dem Papier als Gesetz, aber die gilt aktuell nicht mehr. Das heißt also, ich muss Ihnen Gott sei Dank diese ganzen Tatbestände der Unbilligkeitsverordnung jetzt nicht noch erläutern, denn es gibt ein sogenanntes Moratorium. Das heißt also, der Gesetzgeber hat gesagt, dass in der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2026 der Rentenzwang beim Bürgergeld ausgesetzt ist. Das bedeutet also für Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie am 01.01.2025 63 Jahre alt werden und Sie hätten dort Anspruch auf eine Altersrente, die höher ist als das Bürgergeld, dann darf das Jobcenter Sie nach aktueller Rechtslage nicht dazu zwingen, vorzeitig diese Altersrente zum 01.01.2025 in Anspruch zu nehmen. Das hätte dann den Vorteil für Sie, dass Sie weiter im Bürgergeld drinne bleiben dürfen und dass Sie erst zum 01.01.2027, also 2 Jahre später, in diese Rente gehen und dann hätten Sie einen geringeren Abschlag. Das sollte man sich aber wirklich überlegen, ob das wirklich ein echter Vorteil für Sie ist, denn beim Bürgergeld ist es schlicht und ergreifend so, wenn Sie erwerbsfähig sind, müssen Sie arbeiten. Dazu kann Sie das Bürgergeldamt, das Jobcenter letzten Endes zwingen. Das heißt also, wenn Sie diesen Arbeitszwang umgehen wollen, dann kann es unter Umständen für Sie auch vom Vorteil sein, dass Sie sagen, ist mir alles egal mit dem Rentenzwang-Moratorium, ich gehe trotzdem zum 01.01.2025 in die vorgezogene Altersrente und gehe dann meinetwegen noch 500, 600, 700 Euro nebenher arbeiten, denn der Verdienst wird nicht an die Rente angerechnet. Und Sie hätten den Vorteil, meine Damen und Herren, dass Sie im Nacken nicht mehr das Bürgergeldamt haben, das Ihnen möglicherweise Ärger und Kummer bereitet, weil Sie ja arbeiten gehen müssten dort. Im Grunde genommen ist das so die Rechtslage. Also, meine Damen und Herren, der Rentenzwang, das Moratorium, bedeutet nicht, dass die Unbilligkeitsverordnung abgeschafft worden ist. Nein,
Die existiert immer noch. Sie wurde nur rechtlich erst einmal für knapp 4 Jahre oder für 4 Jahre von 2023, wenn ich richtig gerechnet habe, bis 31.12.2026 außer Kraft gesetzt. Meine Damen und Herren, es ist schlicht und ergreifend eine Sache Ihrer persönlichen Einstellung, ob Sie trotz der Vorteile des Rentenzwanges nicht doch die Rente in Anspruch nehmen wollen und dann nebenher noch arbeiten, oder aber Sie sagen schlicht und ergreifend, meine Rente ist so gering, dass es mir wichtig ist, dass ich die Abschläge in der vorgezogenen Altersrente einfach reduziere bis zum 31.12.2026. Also meine Damen und Herren, die Vorteile und Nachteile liegen ganz klar auf der Hand. Die Unbilligkeitsverordnung in der gesetzlichen in dem SGB II, die ist außer Kraft gesetzt worden. Es gibt keinen Rentenzwang aktuell bis zum 31.12.2026, ist das so. Aber, meine Damen und Herren, ab dem 01.01.2027 gilt dann diese Verordnung wieder. Und wer dann, meine Damen und Herren, Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente hat, die dann höher ist als der dann geltende Bürgergeldsatz, der Regelsatz, der für Ihnen, der dann für Sie zutrifft, der kann dann nach der Maßgabe der Unbilligkeitsverordnung sehr wohl zum Rentenzwang aufgefordert werden. Das heißt also, das Jobcenter kann dann sagen, jetzt kriegst du kein Geld mehr von uns, denn vorrangig gilt für dich dann der Geldbezug aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist aber nur zum Beispiel erlaubt, wenn Ihre Altersrente mit Abschlägen höher ist als das Bürgergeld, weil es dann im Grunde genommen für Sie keinen Nachteil bedeutet, hier auf das Bürgergeld zu verzichten. Andersherum gesprochen, wenn aber die Altersrente mit Abschlägen immer noch niedriger ist als das Bürgergeld, dann gibt es auch für Sie hier keinen Rentenzwang in der Unbilligkeitsverordnung. So ist zumindest auch die aktuelle Rechtslage, die bis zum 31.12.2022 im Rahmen der Unbilligkeitsverordnung im Zusammenhang mit dem SGB II gegolten hat, was ja immerhin auch noch weiter gilt, aber nur außer Kraft gesetzt ist. Meine Damen und Herren, wer kann, der soll. Sie müssen aber nicht, Sie können auch sagen, nö, die 1.000 Euro Altersrente, die will ich jetzt nicht haben, da ist mir der Abschlag einfach zu hoch, sondern ich warte einfach bis zum 31.12.2026 ab. Sollten Sie aber vor dem 31.12.2026 Ihr Lebensalter erreichen, indem Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, dann ist sowieso Schluss mit lustig, dann müssen Sie so oder so Ihre Rente in Anspruch nehmen, weil dann das Bürgergeld schlicht und ergreifend wegfällt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.